Wir machen natürlich bei Ulysses direkt weiter mit DSA. Hallo Nico. Hallo Markus. Du hast uns hier ein paar schöne Produkte mitgebracht, Neuheiten und was jetzt in letzter Zeit erschienen ist. Ich denke mal, wir schauen erstmal einfach, was da so gibt. Alles klar. Also brandneu zur Messe, aber auch schon in der Auslieferung im F-Shop haben wir erstmal unsere neue Abenteuer-Anthologie Verräter und Geächtete. Eine Anthologie mit drei kurzen Abenteuern. Adelrecht und Edelmut, eine diebische Träumerei und Himmelsfeuer. Himmelsfeuer gab es schon mal im Boten, ist jetzt stark überarbeitet worden. Das war damals zur Beta-Phase von DSA 5. Eine diebische Träumerei und Adelrecht und Edelmut sind Abenteuer, die wir in der Beta-Phase in unseren Demo-Runden auf den Cons benutzt haben, um das System zu testen und vorzustellen. Und jetzt haben wir sie alle überarbeitet, an die finale Regelversion angepasst und in einen Band zusammengepackt. Ich wollte gerade sagen, haben sich also bewährt und sind jetzt sozusagen für alle verfügbar. Ganz genau, die haben sich alle bewährt. Himmelsfeuer wurde auf der RPC vor 2 Jahren oder so, glaube ich, an allen DSA 5 Demotischen geleitet. Adelrecht und Edelmut und diebische Träumerei habe ich allein ein Dutzend Mal geleitet und Philipp Neitzel, den auch recht viele Leute kennen werden, hat, glaube ich, Adelrecht und Edelmut sogar 14 Mal auf Conventions geleitet. Also die haben alle schon ganz schön viele Runden auf dem Buckel und natürlich ist das Feedback aus den Runden auch in die Überarbeitung eingeflossen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Start. Dann gehen wir weiter. Ihr habt jetzt Romane neu. Und zwar der erste ist Rabenerbe. Rabenerbe. Rabenerbe ist der erste Teil eines Roman-Zweiteilers. Der zweite Teil wird Rabenbund heißen. Beide stammen aus der Feder von Heike Wolf, die Al-Anfa-Kampagne Rabenblut für DSA 4 geschrieben hat. Sie hat auch schon den Roman Rabengeflüster geschrieben. Und sie ist eine der Autorinnen, die kommende Al-Anfa-Kampagne schreiben wird. Und diese beiden Romane, Rabenerbe und Rabenbund, bereiten die Bühne für diese Kampagne und geben dem Leser dann noch ein paar Hintergrundinformationen, was im Vorfeld so passiert. Und für alle, die sich jetzt Sorgen machen, Roman Zweiteiler, bis der zweite Teil erscheint, dauert es bestimmt ewig. Keine Sorge, wir haben den ersten Band extra erst jetzt rausgebracht. Der zweite Teil ist bereits im Druck und erscheint Ende des Jahres. Da muss ich also tatsächlich nicht lange warten, bis ich weiß, wie es weitergeht. Ganz genau. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die haben wir noch nicht gezeigt, glaube ich, aber auf der Messe gibt es die schon. Wir haben neue Schicksalspunkte gemacht, diesmal mit dem Logo der limitierten Auflage von Aventurische Magie 2. Wieder ein ganzer Satz Schicksalspunkte für jeden, der die mit dem Götterkreis noch nicht hat. Dann haben wir natürlich noch was in Buchform, nämlich das Heldenwerk-Archiv. Genau, das Heldenwerk-Archiv haben wir auf der Radcon schon rausgebracht in dieser Edition. Das ist eine auf 300 Stück limitierte Edition, die ist auf dem Radcon nicht ganz abverkauft worden. Wir haben die Restexemplare hier mit zur Messe gebracht, so damit jeder, der das noch nicht gekauft hat, nochmal die Chance hat, sich eins zu besorgen. Auf der Radcon gab es ja im Radcon-Programmheft so ein kleines Stempelfeld und wenn man sich das kaufen wollte, musste man sich das abstempeln lassen, sodass jeder eigentlich auch nur eins bekommt, es sei denn halt, er sammelt die Programmhefte von seinen Kumpels ein. Hier kann es jetzt jeder kaufen und auch in der Stückzahl, wie es ihm beliebt. Ein paar sind noch da, also für alle Kurzentschlossenen, der Rest davon, wenn wir noch welche übrig behalten, kommt dann wahrscheinlich in den F-Shop. Oder wir nehmen sie mit zur Dreier, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber viele sind nicht mehr da. Kurz zum Inhalt, das sind die ersten 6 Heldenwerk-Abenteuer plus Seelan, das Eleven, das Con-exklusive Abenteuer, was wir auf dem Kaiser-Raul-Konvent dieses Jahr und auf dem Radcon verteilt haben. Und zu jedem Abenteuer haben die Autoren noch ein paar Hintergrundinfos geschrieben, was sie sich bei den Abenteuern eigentlich gedacht haben, wie sie auf die Idee gekommen sind und so weiter. Außerdem haben wir alle Abenteuer noch um kleine Bonusszenen ergänzt, zum Beispiel die Torwallertrommel und ein Goblin mehr oder weniger von Daniel Hessler und Gudrun Schürer. Die beiden haben sich vernetzt und gesagt, lass uns mal überlegen, wie man unsere beiden Abenteuer irgendwie zusammensetzen kann. Ja, sehr schön. Außerdem haben wir noch das Trefferzonen-Set mit dabei. Das haben wir auf der Radcon auch schon mitgebracht. Aber viele Leute kommen hier an unseren Messestand und kennen das noch gar nicht. Hier haben wir auch eine Box offen, damit man mal angucken kann, wie die Würfel so geworden sind. Und auch das kommt hier eigentlich ziemlich gut an. Ja,
Das waren jetzt sozusagen die Neuheiten, beziehungsweise was in letzter Zeit erschienen ist. Dann denke ich mal, wagen wir so einen Blick in die nahe Zukunft. Was ihr, Rabenfeder, Rabenerbe hast du ja gesagt, der zweite Teil ist schon im Druck. Rabenerbe haben wir schon. Ja, sagt der zweite Teil Rabenblut, genau. Dass der zweite Teil ist im Druck. Aber was habt ihr noch in der Pipeline? Wo seid ihr dran, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall ein Ausblick wert? Da können wir sagen, das kommt oder ist in Planung für die nächste Zukunft? Also jetzt als eines der nächsten Produkte erscheint erstmal das NSC-Spielkartenset Handel und Wandel. Das sind Karten wie Spielkarten, aber in einer anderen Qualität als unsere normalen DSA-5-Spielkarten. Die haben eine Leinenstruktur wie unsere Aventuria-Karten, damit sie auch nach vielen Mischgängen immer noch schick aussehen. Da sind NSCs drauf mit Namen, kleiner Hintergrundgeschichte, den allerwichtigsten Spielwerten. Allerdings keine Kampfwerte, denn dafür ist das Set eigentlich nicht gedacht. Die meisten sollten sich dabei auf die Werte eines aventurischen Bürgers aus dem Almanach beziehen. Aber alle von diesen NSCs haben auch kleine Szenen oder Plotaufhänger. Wenn man also mal keine Idee hat, was spielen wir heute Abend, kann man nochmal sagen, hey, ihr sitzt in der Kneipe und ihr trefft den, den und den. Und mal gucken, was passiert. Kann man also jederzeit in seinen Abenteuer, in seine Kampagne einbauen und ist ein ganz nettes Spielhilfe. Dann haben wir gerade in Arbeit schon sehr weit fortgeschritten das aventurische Bestiarium 2. Neulich gab es auf unserer Facebook-Seite schon zu sehen, wie ich eine Runde DSA mit ein paar Leuten gespielt habe. Bernd Ochs, Andreas Busse, Jeanette Marsteller waren mit dabei. Da haben wir Kreaturen aus dem Bestiarium 2 getestet. Und das Lektorat ist auch schon abgeschlossen. Der Band geht also bald ins Layout und wird dann auch zum Jahreswechsel wahrscheinlich irgendwann erscheinen. Ich bin aber nicht sicher, ob es im Januar ist oder noch vorher. Dann haben wir die Arbeiten am Compendium 2 und der Rüstkammer 2 aufgenommen. Die Bandstruktur wird sich an unseren Regelerweiterungen orientieren. Wir haben also auch wieder neue Professionen, neue Erweiterungsregeln, neue Kampfstile, neue Kampfsonderfertigkeiten und so weiter mit da drin. Die Rüstkammer wird ein bisschen waffen- und rüstungslastiger als die erste Rüstkammer. Die sind auch in Arbeit. Dann haben wir jetzt auch schon die Texte für die Havena-Spielhilfe und auch schon die Spielhilfe für die Flusslande. Eigentlich alle vollständig. Ich glaube, nur bei den Flusslanden fehlt noch was zum Mysteria et Arcana-Kapitel. Und das Abenteuer ist in Arbeit, das Abenteuer für die Havena-Spielhilfe, das von Anton, der auch die Spielhilfe zu Havena schreibt, und Dominik Hladek geschrieben wird, ist auch in den letzten Zügen. Das Heldenbrevier zu Havena ist in den letzten Zügen. Und der Soundtrack zu Havena, also die Sphärenklang-CD, ist schon so gut wie fertig. Wir haben sie aber noch nicht produziert. Zu den Flusslanden sind die ersten Tracks auch schon fertig. Die Landkartensets, beziehungsweise zu Havena wird es ja kein richtiges Landkartenset geben, sondern es sind Stadtpläne und Gebäudepläne und ein paar andere Handouts, die das Spiel in Havena irgendwie cooler, spannender und haptisch erfassbarer machen können, sind auch in Arbeit. Und das sind so die Sachen, die wir in nächster Zeit rausbringen. Relativ weit ist auch schon Wege der Vereinigung. Was eigentlich mal als Aprilscherz begonnen hat, hat nun relativ umfangreiche Ausmaße angenommen. Der Band wurde, genau wie die Havena-Spielhilfe, die ursprünglich mal für 32 Seiten gedacht war, immer dicker und dicker und dicker. Wege der Vereinigung hatten wir uns überlegt, ja, 64 Seiten, 96 Seiten, es werden über 200. Und da wird ganz schön viel drin sein. Ich würde sagen, du sagst Aprilscherz, für alle, die es gleich mitbekommen haben, Wege der Vereinigung, was genau? Wege der Vereinigung ist eine DSA 5 Spielhilfe, die sich hauptsächlich um die regelseitige Umsetzung von Sexualpraktiken kümmert. Ganz viele Sonderfertigkeiten, Vorteile, Nachteile und auch neue Professionen enthält. Und es gibt auch neue Zauber und Liturgien. Es wird auch eine neue Geweihtenprofession enthalten sein. Ziemlich umfangreich geworden, wie gesagt. Ja, ne? Also für alle, die es interessiert oder man weiß, wie es geht. Genau. Dann, wir müssen noch einen kleinen Blick, ich sag mal, noch weiter in die Zukunft, denn seit kurzem
liegen ja auch wieder noch auf Verantwortung Myranor, Tarun und, doch, Myranor und Tarun sind es. Uturia ist ja, war ja mal kurz, ist aber wieder bei euch. Also sozusagen ganz Dere ist jetzt wieder bei Ulysses. Ganz Dere ist wieder bei Ulysses. Uturia war mal kurzzeitig woanders, aber letztendlich sind ja alle Publikationen, die zu Uturia erschienen sind, bei uns im Haus erschienen. In Zukunft jetzt aber auch wieder Myranor und Tarun. Die nächsten beiden Publikationen zu den beiden oder zu dem Kontinent und der Hohlwelt / der Globule erscheinen allerdings noch beim Uhrwerk Verlag. Die Bände sind schon so weit, dass wir da auch gesagt haben, ja, die könnt ihr noch fertig machen. Das ist einmal Jenseits des Nebelwaldes, die Regionalspielhilfe für Myranor und eine Abenteueranthologie für Tarun. Wenn ich mich nicht irre, ist der Titel Schwerter und Giganten. Da sind drei Abenteuer drin, die im Moment bei mir zur Abnahme liegen. Ich habe vorgestern auch schon mit Uli kurz drüber gesprochen. Der wartet schon händeringend auf eine E-Mail dazu von mir. Aber danach werden zukünftige Publikationen von uns kommen. Richtig. Da fragen wir jetzt mal, wie sieht es denn aus? Wird das dann auch alles auf DSA 5 Regeln dann laufen oder wie werdet ihr das handhaben? Habt ihr da schon... Ganz genau. Also alles, was wir für andere Kontinente, sei es jetzt Myranor oder auch Uturia oder auch Tarun veröffentlichen werden, ist auf jeden Fall DSA 5. Aber die genaue Struktur der Publikation, die steht noch nicht so ganz fest. Also wir haben zwar schon angefangen, uns Gedanken zu machen und das publizierte Material zu sichten, was zu verschiedenen anderen Spielmöglichkeiten auf Dere bereits publiziert ist und uns überlegt, wie wir jetzt ein neues Konzept auf die Beine stellen, um zum Beispiel Myranor jetzt wieder in Zukunft bei uns rauszubringen. Aber wir haben noch keine finale Entscheidung dazu getroffen. Wir werden jetzt erstmal abwarten, wie weit der Uhrwerk Verlag mit den Bänden gekommen ist, die eigentlich geplant waren. Dann werden wir das Material sichten, gucken, was wir davon alles so verwenden können, wo wir ausbauen, wo wir ergänzen, wo wir ändern müssen oder wollen. Und dann werden wir Myranor neu auflegen. Ich wollte gerade sagen, wir sind also sozusagen jetzt quasi so ein bisschen so in einer Übergangsphase, wo was jetzt noch erschienen, also in Produktion bei Uhrwerk ist, noch durchläuft. Und dann wird sich das hoffentlich bei euch nahtlos anschließen oder... Also der Uhrwerk Verlag hat natürlich mit seinen Autoren und Illustratoren Verträge abgeschlossen gehabt und Texte in Auftrag gegeben. Und die werden jetzt auch alle zu Ende geschrieben. Und der Uhrwerk Verlag wird diese Texte dann uns zur Verfügung stellen. Wir bezahlen den Uhrwerk Verlag dann entsprechend dafür, damit da keine Verluste entstehen dadurch. Und dann müssen wir diese Texte aber auch erstmal sichten und gucken, was wir damit anfangen können oder wollen. Was wir uns jetzt aber zum Beispiel noch nicht überlegt haben, ist, machen wir jetzt ein Myranor-Regelwerk für DSA 5 und danach weitere Publikationen oder machen wir einen myranischen Almanach, der mit dem DSA 5-Regelwerk kompatibel ist, sodass du nicht noch ein extra Regelwerk kaufen musst. Wie das alles strukturiert ist oder sein wird, das steht noch nicht fest, das haben wir uns noch nicht überlegt. Und da müssen wir mal sehen, was uns da für Möglichkeiten jetzt alles offen stehen. Das heißt, im Prinzip fehlt euch jetzt nur noch das Riesland, aber dafür gibt es doch keine konkreten Pläne. Für Riesland haben wir im Moment keine konkreten Pläne, nein. Gut, dann denke ich, sind wir mit allem soweit durch. Wir haben alle Neuheiten, wir haben kurz einen Ausblick gegeben, wir haben eben auch mal kurz über die Zukunft von Dere gesprochen jetzt, was ja sicher einige interessiert hat. Dann sage ich mal vielen Dank und ich freue mich auf nächstes Mal. Jederzeit wieder, gerne. Schöne Messe. Euch auch.